Ja, herzlich willkommen zum zweiten LearScript-Tutorial an der Bergakademie. Die Idee der Veranstaltung ist, dass wir Ihnen letztendlich einen Überblick geben über die Entwicklung des seit dem ersten Tutorials vergangenen Entwicklungen. Sind insbesondere der Geist hinter LearScript, André Dietrich, und ich. Wir kommen beide aus dem Institut für Informatik und bemühen uns, wie man wird sehen, auch mit einiger Begeisterung diesen Ansatz letztendlich in die Breite zu führen. Wir sind heute eine relativ kleine Runde, deshalb würde ich Sie dann auch ermuntern, bei Rückfragen oder Hinweisen diese dann gleich mit einzuflechten, sodass wir das also eher informell als Einführung in die Ideen von LearScript verstehen wollen und nicht so sehr als statische Präsentation, die wir jetzt unbedingt in dem Rahmen durchführen müssen. Was Sie hier auf dem Bild bei mir sehen, auf der geteilten Folie, das sind auch die Inhalte, die Sie auch nochmal im Link, den André schon in die Runde gegeben hat, wiederfinden. Sie könnten also auch parallel das Ganze bei sich lokal auf dem Rechner öffnen, um dann vielleicht einige von den interaktiven Elementen auch auszuprobieren. Den Source Code, André, könntest du ja vielleicht auch nochmal, der liegt auf einem GitHub, sodass man vielleicht, wenn man möchte, parallel da auch schon mal einen Blick drauf werfen kann. Was gibt es Neues? Ist ja letztendlich die Frage von denjenigen, die das Ganze schon kennen. Was wir Ihnen natürlich zeigen wollen, ist zum einen das neue Layout. Wir sehen auch gleich noch einen Blick aus der älteren Version 1.0. Das Ganze ist deutlich gefälliger geworden und es sind aber auch unter der Haube einige Neuerungen eingekehrt, die dann André im Detail vorstellen wird. Um alle abzuholen, würden wir zunächst nach der Motivation einige der Markdown-Basics nochmal ganz kurz ansprechen, die Grundlage von LearScript, um dann einzelne Aspekte genauer zu betrachten, die nach unserer Auffassung eben einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Anwendbarkeit in der Aufbereitung und im Einsatz in der Lehre umzusetzen. Die Quellen, die Hinweise und Ähnliches haben wir hier schon mal mit festgehalten. Es ist sicher ganz hilfreich, wenn man sich dann in einzelne Aspekte hineinarbeiten möchte, das aber eher als Zusammenfassung gedacht. Starten wir zunächst nochmal mit der Motivation. Die meisten von Ihnen kennen das ja auch aus eigener Erfahrung. Forschungsprojekte werden beendet. Damit verschwindet dann letztendlich die Belegschaft hinter einem Vorhaben und insbesondere im E-Teaching-Bereich ist das eben mit dem Einhergehen des Verschwindens von verschiedenen Aktivitäten verbunden. Da gab es eine sehr lesenswerte Studie dazu, dass man schaute, welche von mit großem Aktionismus beworbenen Projekte letztendlich nach dem Ablauf des Projektes auch noch verfügbar waren. Und dann zeigte sich deutlich, dass das auch sehr große Projekte mit einer größeren Teilnehmerkreis schlicht und einfach verschwunden waren. Warum war das so? Letztendlich sehen wir drei Punkte, die auf die Vokabel Geschlossenheit zurückgeführt werden können. Geschlossenheit in drei verschiedenen Sichten. Zum einen, dass es feste Systemgrenzen gibt durch eine Serverinfrastruktur. Serverinfrastruktur meine ich dabei, dass es eine Plattform gibt, auf der die Inhalte liegen und damit verwaltet und auch zugreifbar organisiert werden. Das heißt aber auch, dass man zum einen diesen Server benötigt, um überhaupt mit den Daten interagieren zu können und zum anderen, dass man dann unmittelbar daran geknüpft ist, aus der Nutzersicht, also aus der Sicht des Lehrenden, ohne einen Zugang zu bestimmten Moodle, Ilias oder anderen Instanzen habe ich also keine Möglichkeit, die Materialien zu studieren. Und aus Sicht des Lehrenden auch, dass ich eine Abhängigkeit von dieser jeweiligen Instanz habe. Das kann einzelne Feature betreffen, die in einem der genannten LMS vorhanden ist oder aber die Instanz selbst. Mit der Abschaltung verschwinden schlicht und einfach meine Inhalte, sofern ich sie nicht extern präsent habe. Der zweite Aspekt, und das bezieht sich dann insbesondere auf die geliebten Diskussionen,
zum Beispiel im sächsischen Kontext auf das Opal, wo die Möglichkeiten, die Kreativität in der Aufbereitung der Materialien entsprechend durch die Vorgaben des Systems beschränkt sind. Ich kann also nicht einfach mit einem kleinen JavaScript zusätzliche Inhalte konzipieren, integrieren und diese dann zugänglich machen, sondern bin darauf angewiesen, mit diesen Ideen dann die entsprechend Verantwortlichen zu kontaktieren und in möglicherweise langen Diskussionen dann die Ergänzung zu etablieren. Und das letzte Vorgabe, feste Grenzen auf der Ebene der Inhalte oder der Editierung. Ich bearbeite meine Inhalte dann entsprechend in Moodle, in Opal, in den integrierten Editoren. Das schafft natürlich eine Beschränkung in dem Editierungsprozess. Ich kann also unterschiedliche Versionen und die Austauschbarkeit nur mit den intern verfügbaren Tools vornehmen und habe keine Möglichkeit, das Ganze nach außen zu tragen und damit unmittelbar anderen Autoren auch zu öffnen. Was ist der Ansatz von LiaScript? Wir denken, dass hier eben nicht eine weitere Serverimplementierung, eine serverseitige Implementierung Abhilfe schaffen kann, sondern eine Sprache, eine Beschreibungssprache, die explizit auf Lerninhalte zugeschnitten ist, also zwei Elemente erfüllen soll. Zum einen die Darstellung der Inhalte in einer reinen textuellen Format fassen und zum anderen gleichzeitig, und da eben der Schwerpunkt der Lerninhalte, die Möglichkeit eröffnen, dynamische Webseiten zu gestalten. Markdown an sich kann ja, das kennen Sie aus verschiedenen anderen Implementierungen, als Beschreibungssprache für die Generierung statischer Webseiten wunderbar genutzt werden. Das genügt Text, Tabelle und möglicherweise einige Video- oder Elemente oder Audio-Elemente, genügt aber eben nicht, um die Anforderungen eines aktuellen Lerninhaltes abzubilden. Das heißt, auf der Basis von Markdown wurde der Beschreibungskontext, die Mächtigkeit der Sprache erweitert, die dann entsprechend unabhängig von einer Serverinfrastruktur ist. Das heißt, wir verteilen die mit einem unter Umständen einfachen Texteditor geschriebenen Dokumente über einen etwas weit gefasst beliebigen Cloud-Speicher. Und der Nutzer kann entweder nativ auf die Inhalte zurückgreifen, das heißt, in seinem Browser erfolgt das entsprechende Rendering der LiaScript-Textdateien in das Format, so wie wir das jetzt auch hier sehen. Das heißt, der Browser übernimmt die Aufgabe der ansprechenden Gestaltung, der Strukturierung der Dokumente. Oder aber eben die nicht native Variante als iframe in einem entsprechenden LMS eingebunden zu sein. Der Vorteil, den wir, und ich gehe auch gleich noch auf die Exportschnittstellen ein, der Vorteil, den wir dazu sehen, ist die Erweiterbarkeit, in dem Kritikpunkt 2 von der vorangegangenen Folie ja benannt. Man kann also durch ein eigenes Plugin-Konzept, was integriert wurde, zusätzliche Inhalte, die verschiedene Fachdisziplinen betreffen, sehr komfortabel integrieren. Wir haben also von Kollegen aus Chemnitz zum Beispiel Simulationen aus dem Maschinenbau. Unsere Chemiker haben entsprechende Inhalte für die chemische Ausbildung, ein interaktives Periodensystem und ähnliche Elemente beigesteuert bekommen. Und dann wird auch deutlich, dass mit diesen Textdateien und den zusätzlichen Plugins ein Vorteil für den Austausch, für die Übertragbarkeit der Inhalte gegeben ist, die dann ansonsten aufwendige eigene Implementierungen ersetzt. Und um das umzusetzen, haben wir auch explizit auf Multi-Autoren-Ansätze sowohl in der sequentiellen Bearbeitung wie ein Softwareprojekt gesetzt oder parallel, das wird André dann auch gleich nochmal zeigen, in einem entsprechenden Multi-Autoren-Editor, um gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten. Um jetzt aber auch nicht das völlig zu entkoppeln von der entsprechenden Umsetzung,
hatte André auch einen Exporter auf den Weg gebracht, mit dem man die entsprechenden Learning-Management-Systeme bespielen kann über die SCORM-Schnittstelle, sodass man eine zugehörige Integration ermöglicht. Dabei zeigt sich aber auch, dass die Möglichkeiten, die dieses Schnittstellenformat bietet, allein aus dem Zustand, dass das relativ in die Jahre gekommen ist, auch beschränkt sind und da noch einiges an Wegstrecke auch zurückzulegen ist, um hier eine volle Integration mit dem Datenbankzugriff in den Systemen und so weiter umzusetzen. Was gilt es in der Chronologie zu sagen? Wir haben hier auch nochmal einen Blick zurück auf die ursprüngliche Darstellung in der Version 1, die bis 2020, bis im vergangenen Jahr aktuell war. Zuvor hatte sich LiaScript ausgehend von einer Idee von André im Rahmen eines BMBF-Projektes, wo es um Remote-Labore ging und die Aufbereitung der zugehörigen Lehrmaterialien, vorrangig mit den Inhalten beschäftigt. Es ging dann also darum, zunächst erstmal das Basiskonzept zu entwickeln, grundsätzliche Funktionalität und die zugehörigen Tools. Und dann haben wir ab 2018 begonnen, das dann auch nicht mehr nur im Laborkontext, sondern auch explizit in den Folien, in den Vorlesungen als Folienmaterial einzusetzen und die interaktiven Elemente zur Programmierung, zur Visualisierung, in der Softwareentwicklung bleibend, Klassendiagrammen und Ähnlichen dann auch in der Veranstaltung selbst zu benutzen, um in einem interaktiven Austausch mit den Studierenden diese zu diskutieren und gemeinsam weiterzuentwickeln. Da sah das Ganze noch, wie gesagt, in der V1-Version etwa so aus. Im Rahmen des Projekts OER haben wir dann die Gelegenheit gehabt, das deutlich zu steigern, das aktuelle Design gemeinsam mit einem professionellen Webentwicklerteam neu zu gestalten und sind jetzt, und das wird André dann auch zeigen, dabei, dass ein Klassenraumkonzept innerhalb von LiaScript immer noch auf dem verteilten Gedanken umzusetzen, sodass wir hier auch die Anforderungen an ein Lehrformat entsprechend abdecken. Wer benutzt das Ganze? Jetzt könnte man ja sagen, okay, netter Ansatz, ist vielleicht etwas exotisch daher genommen, aber Sie können sich vorstellen, dass wir dann auch sehr aufmerksam und sehr interessiert daran sind, zu realisieren, welche Teams denn mit LiaScript-Dokumenten arbeiten. Das hat sich erfreulich auch in diesem Jahr entwickelt. Ich habe hier mal einige Beispiele aus dem entsprechenden GitHub-Repositories extrahiert. Wenn man auf GitHub und nach dem LiaScript-Eintrag sucht, findet man aktuell oder gestern aktuell 104 Repositories. Das sind natürlich nur die öffentlichen Repositories. Man hat ja als verteiltes System, das ohne Server daherkommt, immer die Frage oder kann die Frage nur sehr schwer beantworten, an wie vielen Stellen denn das Konzept Einsatz findet. Das heißt, das ist nur ein Spiegelbild, ein Auszug aus den tatsächlichen Nutzungen. Diese sind aber an sich schon relativ eindrucksvoll. Hier hat also ein Kollege aus einer spanischen Hochschule einen ganzen Kurs mit LiaScript für seine Vorlesung digitale Systeme umgesetzt. Das haben wir uns da auch intensiv dazu ausgetauscht. Wir haben im Twillo, einem BMBF-geförderten Projekt, Materialien, die auf der Basis von LiaScript entstanden sind, wo es explizit um die Lehr-Lern-Konzepte für die Arbeit mit Open Educational Resources geht. Und wir haben sehr intensiven Austausch mit einem Universitätsklinikum in Philadelphia, das seine entsprechenden Statistikkurse mit LiaScript gestaltet hat. Das ist eine umfangreiche Materialsammlung. Wir waren auch sehr überrascht, wie viele Inhalte dort abgedeckt werden. Da geht es dann zum Beispiel um Python und R-Implementierung. Um auch noch andere Zahlenwerte zu thematisieren, in der Kodi-Lia-Instanz, dem Multi-Autoren-Editor auf der Basis von Kodi-MD im Rahmen eines Hackathons entstanden, und in Freiberg, beziehungsweise auch an anderen Universitäten schon laufend, haben sich auf der Freiberger Instanz aktuell 177 Nutzer seit dem
Mai letzten Jahres registriert und dort einiges an Dokumenten zusammengetragen. Viele nutzen das als ersten Einsprung, um bekannt zu werden mit LIA, weil man dann ja natürlich keine lokalen Installationen vornehmen muss und sehr komfortabel die ersten Gehversuche zurücklegen kann. Welche weiteren Möglichkeiten ergeben sich? Und das möchte ich nur kurz anreißen. Das Sprachenzentrum in Freiberg nutzt LIA-Script zum Beispiel für Blended Learning-Ansätze. Das hat sehr viel Spaß gemacht, diese Ideen mit zu begleiten. Die Studierenden, insbesondere aus der Informatik, Robotik, kennen LIA-Script aus den verschiedenen Lehrveranstaltungen. Und dann wurden diese Kenntnis genutzt, um für das Training der fremdsprachlichen Präsentation eigene LIA-Kursinhalte vorzubereiten und diese auch zu präsentieren als Teil der Sprachausbildung. Damit können die existierenden Materialien dann jetzt in den nächsten Jahren, durch die nächsten Durchläufen dieser Veranstaltung immer weiter verbessert werden. Aus der Softwareentwicklungssicht ist natürlich das LIA-Script-Textdokument nichts anderes als Code in Anführungsstrichen. Und diesen kann ich natürlich auch mit den zugehörigen Elementen der Softwareentwicklung bearbeiten. Die meisten meiner Vorlesungen liegen als Kurse auf GitHub bereit. Vorlesung eingebettete Systeme und dann gibt es hier die entsprechenden Dokumente, mit denen ich meine Vorlesungen gestalte. Und das, was jetzt am didaktischen interessant ist, sind die Zahl der Contributor, die aus dem Studentenkreis heraus sich rekrutieren. Das sind dann insbesondere diejenigen Studierenden, die eine größere Erfahrung schon mitbringen und durch ihre Hinweise zu den Materialien wichtige Beiträge leisten, um die Qualität zu erhöhen. Ich generiere dann auch, ich generiere dann auch im Hintergrund aus den Materialien ein PDF, also ein Skript. Und die Contributor sind dann immer sehr dankbar, wenn auf ihr Name oder ihr Pseudonym aus der GitHub-Welt dann auf dem Deckblatt dieses Skriptes auftaucht und letztendlich damit deutlich wird, dass sie hier an dieser Stelle aktiv waren. Ich würde es damit mit der Vorrede belassen. Ich denke, die grundlegende Idee wurde nochmal beschrieben und wir würden jetzt schlicht und einfach zu André wechseln, der uns wiederum einige der generellen Feature und die neuen Implementierungen in Bezug auf Quizze, Tabellen und so weiter vorstellen wird. Falls Fragen sind, können wir das gerne jetzt nutzen, solange wir mit der Präsenteransicht umziehen, diese auch zu beantworten. Ich hätte vielleicht doch eine kurze Frage, die Kamera hier noch. Es kam jetzt ganz oft GitHub als Basis. Das ist aber nicht zwingend, ne? Also kann man das lokal verwenden oder dieses Codilia, das ist von der TU Freiberg gehostet oder also wo an welcher Stelle? Also ich stelle mir Software immer so, man lädt sich was runter, installiert es, packt es aus und dann verwendet man das am Computer. Aber das ist hier nicht so, ne? Das ist also komplett webbasiert. Genau. Kannst du mal kurz den Screen mir noch freigeben, dass ich den sharen kann, Sebastian? Sorry. Genau. Peter, wir werden da gleich auch nochmal drauf eingehen. Also diese GitHub-Variante ist natürlich die Informatik-Sicht auf das Ganze. André wird aber gleich einige Beispiele auch zeigen, wo man zum Beispiel in der Dropbox letztendlich diese Dokumente hosten kann. Und aus den Web 3.0-Technologien ergeben sich dann noch ganz andere Möglichkeiten, sodass man noch nicht mal mehr diesen zentralen Host braucht, aus dem man dann die Verteilung vornimmt. Aber das sehen wir auch gleich noch. Okay, alles klar, danke. Ja. Jeder, der möchte, also der kann sich auf der Codilia-Instanz, Moment, ich teile das gerade, also auf dem kollaborativen Editor anmelden. Man muss nicht mal seine richtige E-Mail-Adresse angeben, also es wird nicht überprüft und kann dann schon parallel anfangen loszuschreiben. Also ich kann es ja mal kurz vorführen, wenn ich jetzt hier eine neue Notiz hinzufüge, das dauert am Anfang was, ups, da ist noch nichts da, das heißt entweder hier wird die Hilfe gegeben,
Man könnte diesen Inhalt dann rauskopieren oder wir haben die Möglichkeit, noch so ein paar Makro, also was, nein, nicht Makros, also wie heißt das, Shortcuts, wenn ich zum Beispiel mit LIA antippe, dann habe ich hier so ein paar Hilfen, was ich erstellen kann. Und eine Möglichkeit, ein Dokument zu starten, wäre mit LIA init, enter und damit wird dann praktisch so ein kleiner Stub oder eine kleine, wie sagt man, Hilfe, ein Grunddokument generiert, das ich in dem Sinne nutzen kann. Ich sehe direkt die Beispiele, jeweils mit Doppelklick im Editor springe ich auf die Slide oder auf die Folie, andersrum bei der Folie genauso. Doppelklick und kann dann hier direkt schon etwas versuchen zu editieren. Und so vielleicht also den Text, den ich am Anfang rumgeschickt hatte, dieses Markdown-Dokument. Ganz kurz unterbrechen, zumindest bei mir ist nur ein eingefrorener Bildschirm zu sehen. Geht das den anderen Teilnehmern genauso? Bei mir läuft alles flüssig. Gott, okay, dann ist es bei mir auch, ja. Wunderbar, ich wollte mich nur vergewissern. Sorry. Also das wäre nur eine Möglichkeit für so einen kollaborativen Editor, aber wir haben hier noch in den Quellen, das heißt, ich kann es mal hier, falls jemand möchte, also es gibt diesen Editor, den nutze ich persönlich auch, Atom, der ist frei, das ist dieser kostenlose, freie GitHub-Editor, den kann man sich frei runterladen und installieren, das funktioniert für Windows, Mac und Linux und da gibt es zwei Plugins, die man sich dann hier dafür installieren kann. Also hier müsste man sich merken, dass, also entweder man guckt hier oben, wo die Installation ist, weil ich das nicht weiß, gibt es immer Steuerung Shift P. Und da könnte man über Settings zum Beispiel, Settings, Core View und hier bei Install einfach nach LIA Script suchen und hätte dann praktisch diese beiden Plugins parat. Das hier für die zur Generierung der Vorschau und das für diese kleine Hilfe, die wir auch im Kodi-LIA-Instanz gesehen haben. Das heißt, ich sehe es jetzt leider nicht, aber hat schon jemand Erfahrung mit Markdown in einem gewissen Maße oder ist das praktisch noch komplettes Neuland? Hier, so als Feedback. Also die Grundlagen wären bei mir da. Ja. Ich hätte nur eine grobe Vorstellung, weil ich HTML ein bisschen kenne und kann mich da reindenken, denke ich. Okay, also dann werde ich nochmal ganz kurz drüber fliegen, aber das ist jetzt nicht, muss jetzt nicht von Nachteil sein, in dem Sinne, also wenn man sagt, Markdown wird mir niemals begeben, werde ich sonst niemals wieder brauchen. Man kann es zum Beispiel auch für, wenn man Ghost oder ziemlich viele Blog-Software nutzt, also zum Bloggen, dann kann man auch die Sachen in Markdown schreiben und Moodle erlaubt das Ganze auch, dass man seine Inhalte theoretisch in Markdown nutzt. Und Markdown ist einfach nur eine einfache, schnelle Sprache. Also man schreibt, man kann sich das so vorstellen, vereinfacht, wie würde ich es denn vielleicht auf Papier schreiben, dass es für mich und für die anderen verständlich ist, nur mit einer Tastatur. Und das, was die ganzen Interpreter dann machen, ist, dass die herausfinden, es gibt ein gewissen paar Makros, wie hier zum Beispiel, nicht Makros oder Kommandos mit Raute, das ist halt eine Raute, ist die Hauptüberschrift. Ich müsste sie mal speichern. Das habe ich gegrößert. Und das ist wie mit HTML bis H6 geht das Ganze, je nachdem, wie viele Rauten ich davor mache. Man sieht das hier auch, dass das praktisch eingeschoben wird. Das heißt, hier reicht für diese Markdown Basics erstmal H2-Element. Dann sind wir wieder hier. Und man muss jetzt, wenn wir anfangen, Paragraph zu schreiben, Paragraph ist wirklich nur ein zusammenhängender Textblock. Also den schreibe ich genauso ohne Formatierung und der wird genauso dargestellt in dem Sinne. Und wie trenne ich jetzt einen Markdown-Block oder einen Paragraphen voneinander? Also ich muss mindestens eine Leerzeile einfügen. Das hier können wir getrost noch ein bisschen ignorieren. Das ist einfach bloß für uns oder für den Interpreter die Notation für, das taucht noch nicht sofort auf, sondern erst im nächsten Darstellungsschritt. Das heißt, hier sehen wir auch, wie in dem Beispiel, es ist vollkommen egal. Das heißt, wie viele Worte oder wie lang ein Paragraph in dem Sinne ist. Also der kann auch nur eine Zeile sein, die bis zu Zeichen 5000 geht oder halt nach jedem Wort abgebrochen. Das Ganze wird immer interpretiert als ein zusammengehöriger Block.
dem Satz, als ein Absatz. Und wenn wir weitergehen, also ich glaube nicht, dass das irgendwie einfacher ist, sonst darzustellen, wenn ich eine einfache Aufzählung habe. Dann ist es wirklich nur, dass ich ein Sternchen davor setze, dann kommt der Aufzählungspunkt, darunter halt das nächste Sternchen. Wäre dann hier bla bla bla. Irgendwas und so kann ich dann, ich gehe mal so. Theoretisch habe ich hier wieder ein zusätzliches Aufzählungselement hinzugefügt. Das Einzige, was hier zu beachten ist, wenn ich hier einen Paragraphen, der aus mehreren Zeilen besteht, nutzen möchte, muss ich hier nur auf den jeweiligen Einschub achten. Der nächste Paragraph ist auch wieder nur hier durch eine Leerzeile abgetrennt. Achso, das hat mit den Effekten oder Animationen zu tun. Deswegen, das wird nicht als Ganzes erkannt. Da kommen die ein bisschen durcheinander. Blablabla. Ach, jetzt habe ich, okay. Habe ich einen zu viel rausgenommen. Den Animations... Wenn das bloß so sieht, also... wäre dann der nächste. Also das könnte hier auch ein Bild sein, ein Video, wie wir dann sehen werden, oder irgendwas anderes. Und wenn ich das Ganze nur nummerierte Liste haben möchte, dann muss ich einfach anfangen mit Zählen. Also Punkt 1, 1 Punkt, 2 Punkt, 3 Punkt etc. Und kann das Ganze auch mit beliebig tief dann in dem Sinne verschachteln. Also das ist das, was man sich so ein bisschen merken kann. Man muss sein Dokument ordentlich in der Textdatei strukturieren und dann... Das sind die nötigen Hinweise für den Interpreter, für Markdown und auch für LeaScript, dass er weiß, wie das Ganze darzustellen ist. Wenn ich jetzt eins weitergehe, manche möchten natürlich sagen, ich möchte Sachen, möchte fett haben, möchte gern Textelement kursiv haben. Das wäre dann hier Animationsschritt 3. Und das Ganze ist wirklich nur so einfach gehalten, wenn ich etwas im Text hervorheben möchte, dann mache ich einfach ein Sternchen drumherum, wie es hier ähnlich benutzt wird, oder mit Unterstrich, Unterstrich. Die haben beide den gleichen Effekt. Das heißt, das Ganze wird kursiv dargestellt. Ist das noch wichtiger, das heißt, ich möchte es vielleicht fett darstellen, dann nehme ich einfach zwei Sternchen und umrande das Wort. Oder? Moment, ich mache es mal größer. Dass man das Ganze auch ein bisschen sehen kann. Und wenn es nun ganz wichtig ist, dann das Ganze natürlich fett und kursiv sein soll, dann nimmt man drei Sternchen. Es gibt noch so ein paar zusätzliche Elemente. Wenn man etwas durchgestrichen haben möchte, dann nehme ich die Tilde, unterstrichen, die also zwei Tilden, und das Ganze kann auch, wird genauso in Kombination, taucht es dann ja unterstrichen und durchgestrichen auf. Das Schöne ist, das ist natürlich jetzt ein bisschen unleserlich bei unserer Liste. Ich kann das Ganze auch noch frei kombinieren. Das heißt, innerhalb meines dicken Textes möchte ich gerne Elemente haben, die kursiv sind oder vielleicht unterstrichen werden und sogar Sachen hier darstellen, die, das ist jetzt nicht Standardmarkdown, das ist LeaScript, praktisch hoch dargestellt werden. So ist es. Also das ist praktisch einfach nur diese visuelle Feedback. Und das Einzige, was hier ein bisschen eine Ausnahme ist, sind diese zwei Backticks. Also bei mir ist das Zeichen auf der deutschen Tastatur neben dem SZ. Für Shift und neben dem SZ, dann sind diese, ist so ein Akzent, könnte man es auch nehmen, also ich glaube, es heißt einfach nur Tick oder Backtick in die Richtung, und alles, was ich hier reinschreibe, das sieht man auch an diesem Inline-Code, das wird tatsächlich auch so dargestellt. Das ist praktisch die Anweisung, hierbei handelt es sich um Code, es könnte auch HTML sein oder irgendwas, das bitte nicht interpretieren, sondern das wird so hervorgehoben, so dargestellt. Und kurz weitergehend, das nächste, was man vielleicht gebrauchen könnte, wäre die tabellarische Darstellung. Das Ganze ist wirklich so einfach, dass man einfach diese Hochstriche benutzt und definiert einen Kopf, diese erste Zeile, und danach praktisch diesen Trenner, der den Kopf vom Körper in dem Sinne trennt. Hier drin in diesen Zellen kann ich das Ganze genauso benutzen und habe natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt Atom oder einen anderen Editor benutze, also die sind so schlau,
wenn ich jetzt hier eine neue Zeile einfügen möchte, drücke ich einfach auf Enter, kann das Ganze so editieren. Das Ganze wird schön angezeigt, also gerendert dargestellt. Ich will mal drücken. Mit den zusätzlichen Elementen. Und auf diese Art und Weise ist es halt wirklich sehr einfach, Tabellen tatsächlich auch in Markdown zu editieren. Weil sonst jedes Mal, wenn ich das selber zurechtschieben müsste, wäre das Ganze ein bisschen kompliziert. Also was man sich hier bei den Tabellen vielleicht noch merken kann als einfache Formatierungsmöglichkeit ist, dieser Doppelpunkt, der macht nichts anderes als, wenn ich den links angebe, in dem Fall rechts, dann ist das Ganze rechts ausgerichtet. Sieht man auch hier. Links und rechts bedeutet einfach nur zentriert. Und wenn ich das weglasse oder hier links den Doppelpunkt mache, dann heißt das, dass die gesamte Spalte links sortiert wird. Kleines Feature, was vielleicht noch interessant zu sehen ist, was wir nachher noch nutzen können, ist, dass bei LiaScript auch die Tabellen sortiert werden können. Hier ist ein Backtick zu viel. Genau. Nächste, was beim wissenschaftlichen Schreiben wahrscheinlich interessant ist, nach Tabellen werden Zitationen. Das heißt, jeder, der meine E-Mail geschrieben hat, kennt das auch. Also das heißt, dass die älteren Texte immer mit angehängt werden, und zwar einfach mit diesem Größerzeichen. Und das ist wirklich einfach nur, hier ist ein wichtiger Text, ich füge ein Zitat ein, etc. Ja, und das könnte wieder ein Paragraph, eine Tabelle oder irgendwas anderes sein. Das wird dann in dem Sinne mit den HTML5-Elementen einfach für Blockquote hervorgehoben. Was wir noch hinzugefügt haben, ist, dass man das Zitat auch ein bisschen deutlicher machen kann, wenn ich darunter ein Textelement hinzufüge, einfach mit minus minus davor, dann wird das Ganze anders dargestellt als richtiges Zitat. Lasse ich das zum Beispiel weg. Wieder zur Stelle 5, dann sieht das Ganze so aus. Das wären jetzt bloß einfache zwei Paragraphen. Nächstes Feature oder vorletztes, genau. Das wären dann diese Code-Elemente. Das heißt, für uns ist es wichtig natürlich, wenn wir Programmbeispiele hinzufügen, dass die auch schön formatiert für die Studenten dargestellt werden. Es muss sich aber nicht immer um Code oder sowas handeln. Es könnte auch einfach nur ein schöner formatierter Text sein in dem Sinne. Also irgendwas, was ich nicht möchte, zum Beispiel, dass es von LiaScript irgendwie oder von Markdown anders interpretiert wird. Und ich kann dem Ganzen auch hier ein Beispiel für C natürlich Hinweise geben. Das heißt, hier habe ich ein bisschen Code eingefügt. Und wir hatten das vorher schon gesehen mit diesen einfachen Backticks hier oben. Und hier muss man mindestens 3 nehmen. Das heißt, 3 Backticks, dann gebe ich dem Interpreter einen Hinweis, um was es sich handelt. Ich möchte, dass du das Ganze als C++ darstellst, also das entsprechende Syntax-Highlighting nutzt für einen Kommentar, für Include, ja, Funktionen etc. Und das Ganze wird dann hier entsprechend dargestellt. Also man könnte auch andere Sprachen nehmen und das Ganze weglassen, dann bleibt der Inhalt aber jeweils immer noch so erhalten. Also das waren jetzt wirklich im Schnelldurchlauf die Markdown Basics. Das, was jetzt noch fehlt, ist vielleicht dieser einfachen Verweise auf andere Elemente. Und da muss man sich eigentlich gar nicht viel merken. Also wir haben hier schon mal gesehen, diese Aufzählung, die wir hatten. Hier, das wäre jetzt bloß dieser normale Link, der wird hier als Code eingefügt. Was passiert, wenn ich eine URL etc. als irgendwo im Text einfüge, Markdown, und die meisten Interpreter, die bekommen es auch tatsächlich hin, die erkennen das Ganze. Und wenn ich hier draufklicke, lande ich dann auch auf dieser URL. Manchmal ist das Ganze natürlich ein bisschen, die URLs sind hässlich oder zu lang und hindern eigentlich nur beim Lesen. Das heißt, wenn es keine kurze ist, das heißt, ich kann denen auch einen Namen geben. Und hier muss man sich einfach nur diese Syntax merken, das ist das Einzige, einmal in eckigen Klammern. Ich gebe den ganzen Namen, hier Link oder sowas. Wenn ich hier draufklicke, dann lande ich tatsächlich dann bei der URL der Webseite. Ich mache es nochmal zurück. Und klicke, lande ich hier. Also das ist wirklich bloß diese in eckigen Klammern ein Name und in geschweiften Klammern die URL, der jeweilige Link, wo das Ganze hinzeigen soll. Das Ganze geht natürlich auch intern, indem ich hier aber nur mit Raute Gefahren geschlossener Plattformen zum Beispiel
einfach nur den Namen der internen Überschrift nutze. Ich habe gerade gesehen, Sebastian hat das Ganze geändert. Wir können das mal einfach hierfür mal hier jetzt Stellen anpassen. Dann würden wir praktisch hier einfach nur zu diesem Element im Dokument springen, zu den Quellen. Das heißt hier, falls jemand Interesse hat, hier ist noch ein bisschen weitreichendere Literatur. Und jetzt, weil ein Bild ist ja praktisch auch so eine Form, ein Verweis, bloß hier auf ein besonderes Element. Das heißt, dass hier, ich möchte nicht zu dem Bild springen, sondern möchte es gerne einbetten. Und das ist immer noch Standard Markt. Und dann sind wir damit auch fertig, muss ich diesen Link einfach nur hervorheben. Das heißt, dass ich hier einfach nur ein Ausrufezeichen davor schreibe. Das heißt, das Ganze ist ein Link, aha, das ist ein Bild. Und dieser Text, der hier drin steht, den ich dann in eckigen Klammern darstelle, der wird als Alt-Text oder Alternative Text verwendet. Das Ganze, also viele, die lassen das aus. Das Ganze ist aber wichtig, zum Beispiel, wenn man Screenreader benutzt. Das heißt, wenn jemand gehandicapt ist, blind ist oder einen Screenreader dafür nutzen möchte, das heißt, er kann ja, das Bild wird nicht direkt erkannt, aber dieser Text hier gibt ihm zumindest einen Hinweis darauf, was auf dem Bild zu sehen ist. Und außerdem ist es, wenn ich so unübersichtliche URLs zum Beispiel benutze, auch für mich als Autor ziemlich hilfreich, dann wenigstens zu wissen, was ich hier dargestellt habe. Das, was bei LiaScript noch zusätzlich funktioniert, ist zum Beispiel, wie es bei Sebastian schon gesehen haben, wenn man einzelne Bilder einfügt, das System versucht, die möglichst optimal zu platzieren. Das hier ist zum Beispiel ein ziemlich großes Bild, sodass der Nutzer dann auch noch die Möglichkeit hat, mit einem Klick einfach drauf zu gehen. Also hier bei dem Bild ist natürlich interessant, dass ich glaube, hier sind über 100 oder 110 niederländische, wie der Link sagt, Sprichworte aus der Zeit abgebildet, sodass hier zum Beispiel bewaffnet bis zu den Zähnen, der Blinde oder der Einäugige, der die Blinden führt, ich weiß nicht, so verschiedene Sachen versteckt. Also wer Interesse hat, kann dann gerne mal suchen. Vielleicht findet er noch, ja wahrscheinlich findet man noch ganz viel mehr. Also wie gesagt, das zu Markdown, und wer das kann, der kann auch das Ganze in Moodle einsetzen zum schnelleren Tippen oder zum Bloggen, aber kann natürlich das Ganze auch verwenden, um direkt Kurse in LiaScript zu schreiben. Das heißt, wenn wir jetzt zu LiaScript kommen, also eine Sache haben wir ja schon gesehen, diese Animationsschritte oder Darstellung, das heißt diese geschweiften Klammern. Diese geschweiften Klammern sind einfach nur da, um einen Block oder eine Sequenz von Blöcken zu markieren. Das heißt, wie ich es auch in PowerPoint machen würde, ich möchte gern, dass dieser Block als erstes auftaucht und bei Animationsschritt Nummer 2 wieder verschwindet. Dieser taucht bei Animationsschritt 2 auf und das Ganze, ja, das sind die einzigen zwei. Das Ganze geht auch inline, das heißt im Text oder, also das heißt, ich kann Bilder, Elemente oder Sachen wieder hervorheben und muss das Ganze halt so definieren. Das, was diese Minusse darum machen, einfach nur, das ist praktisch nur so eine Art, muss ich das vorstellen, vielleicht diese Erklärung zu dem jeweiligen Text, weil was wir mit LiaScript natürlich versucht haben, ist nicht nur noch ein Textformat zu machen, sondern A, wie man sehen kann, man kann es auch für Präsentationen nutzen. Das heißt, es taucht tatsächlich Animationsschritt 1 die Tabelle auf, die verschwindet wieder. Der Nutzer hat aber auch die Möglichkeit, das Ganze sich, ich möchte mir das als Lehrbuch darstellen lassen. Das heißt, die Sachen, der Erklärtext, den wir hier haben, mit den zwei Minusen davor oder drumherum geschrieben, der taucht dann an dieser Stelle in dem Sinne auf, sodass sich der Nutzer auch entscheiden kann, ob er sich selber durchliest, ob er nur die Präsentation durchgeht oder das Ganze in so einer Art Folienmodus, das heißt mit Untertiteln noch nutzt. Ich mache mal kurz den, ich hoffe, man hört das. Sebastian, du kannst ja dann laut Piep sagen, ob es geklappt hat oder nicht. Wenn wir den Text haben, dann kann ich den natürlich auch, ich gehe mal wieder zurück auf Schritt 1 und mache jetzt hier praktisch bloß diesen Sprecher an. Schaut her, eine wichtige Tabelle. Beim ersten Laden könnte es immer ein bisschen. Die dauern. Aufzählung ist sehr wichtig und enthält auch Inline-Animationen.
Первоначально создан в 2004 году Джоном Грубером, англ, Джон Грубер и Аароном Шварцем. Многие идеи языка. Also hier mache ich mal kurz aus. Wenn Sie das experimentelle Feature, wenn Sie das Experiment... Genau, zum experimentellen Feature. Also bloß so als Idee. Also Responsive Voice, wir nutzen es in der nicht kommerziellen Version. Jeder kann aber auch LiaScript, die Webseite oder das Ganze für sich selber hosten. Also wir haben da verschiedene, also mit dem Exporter kann man das auch eine Webseite, eine eigene daraus erstellen und jeder kann sich entscheiden, ob er diesen kostenlosen Responsive Voice Support nimmt. Dann könnte es gegebenenfalls dauern, bis der Text zurückkommt oder man bezahlt ein wenig. Also wir nutzen es nur in der kostenlosen, nicht kommerziellen Version in dem Sinne. Deswegen dauert das manchmal und wenn es einmal geladen ist, dann funktioniert es aber relativ schnell. Und was uns beim letzten Mal noch eingefallen ist, also ich kann das ja nochmal, ich gehe nochmal zurück, mache nochmal den Ton aus. Das heißt, wir können natürlich auch verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Google, den Google-Übersetzer. Ich habe auf der einen Seite den Code oder meinen Kurs in dem Sinne, aber ich kann genau definieren, aber auch Google sagen, welche Elemente gegebenenfalls wie zu übersetzen sind. Das heißt, dass ich auch die Sprache mitnehme. Also hier, wenn ich auf den Google-Übersetzer klicke, dann wird erst dann praktisch Google eingeladen oder der entsprechende Code in die Seite injiziert. Vorher weiß Google tatsächlich nicht, also ja, wer das nutzt oder sowas. Und dann könnten wir aus dem deutschen Text vielleicht einen englischen machen. Das dauert auch, ich mache den Speaker mal wieder an. Look here, an important table. Also man sieht, auch der Sprecher wurde in dem Sinne übersetzt. Das heißt, dass nicht nur der Text tatsächlich jetzt von der deutschen Stimme auf Englisch gesprochen wird, sondern auch der Sprecher. Das heißt, für die verschiedenen Sprachen, die existieren, versuchen wir auch dann entsprechendes Matching zu finden. Wenn vorher die Frau eine weibliche Stimme war, versuchen wir auch die weibliche Stimme zu finden. Ansonsten wird es auf die männliche umgeschalten oder es passiert halt gar nichts in dem Sinne. The enumeration is very important and it also includes inline animation. Also diese Art und Weise hoffen wir, dass es vielleicht möglich ist, diese Kurse international zu gestalten. Das heißt, ich muss jetzt nicht immer Englisch als Ausgangssprache nehmen, sondern kann es vielleicht auch in Deutsch meinen Kurs entwickeln. Aber jeder andere, sei es auch, ich weiß nicht, arabischstämmiger, chinesischer oder russischer Studierende, die können das Ganze einfach dann in ihrer eigenen Landessprache vielleicht nutzen, weil es vielleicht auch einfacher ist. Ich meine, die wenigsten sind, ja, nicht die wenigsten, die meisten sind natürlich fluent in Englisch, aber es ist halt wieder eine zusätzliche Hürde, die man den Studenten und Studentinnen so wieder nehmen kann. So, das heißt, sie können sich trotzdem die Inhalte anschauen, ohne dass man die Sprache direkt perfekt beherrschen muss. Jetzt nochmal, beim Neuladen ist das Ganze natürlich wieder weg. Das heißt, wir haben die Animationsschritte gesehen, jetzt hier, was wir noch zusätzlich zu LiaScript gemacht haben, war das Ganze natürlich erweitern um die Sachen, die uns gefehlt haben. Also eigentlich ist es zum Bloggen genutzt und für statische Texte, aber was natürlich wichtig ist, vielleicht sind auch Sounddateien, das heißt, ich möchte Töne einbinden oder ja, einfach Audios. Das heißt, vorher für Bilder, wenn es ein Ausrufezeichen ist, naja, okay, dann nehmen wir halt ein Fragezeichen. Das ist der Indikator für LiaScript, dass es sich hier um eine Audiodatei handelt. Also das Ganze kann natürlich auch direkt auf SoundCloud einen Link verweisen. Das kann eine MP3 sein, die irgendwo im Netz liegt oder auch intern im Projekt. Das heißt, der Inhalt wird entsprechend dargestellt und geladen. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, was ist jetzt ein Video? Das ist nichts anderes als ein Bild oder Bilder mit Ton. Das heißt, um hier in dieser Markdown-Semantik zu bleiben, ist einfach nur Ausrufezeichen, Fragezeichen, so der Indikator für, das ist ein Video. Das heißt, was wir hier machen, es ist wirklich einfach nur den YouTube-Link ohne Embed-Code oder irgendwas, er muss einfach nur reinkopiert werden. Plus natürlich diese zusätzliche Hilfe. Und dann als Eskalationsschritt 3 hatten wir dann praktisch noch das Ganze erweitert in Fragezeichen, Fragezeichen, Operator in dem Sinne. Und das Ganze versucht wirklich, also manche Webseiten haben gewissen, über einen OEmbed-Service geben die sozusagen Rückmeldung, wie der ganze Inhalt vielleicht eingebettet werden kann, der sich hinter diesem Link verbindet.
Ansonsten, wenn das nicht möglich ist, versucht LiaScript das zumindest als iFrame einzubetten, sodass man hier, wie hier zum Beispiel 3D-Modelle von Sketchfab. Und jetzt bei Ihnen müsste das allen funktionieren, bei mir hier in der lokalen Darstellung nicht, hier im Editor. Aber so kann man eigentlich dann auch dieses 3D-Modell dann zusätzlich laden. Oder wir haben es mit Webseiten zu Schaltungssimulationen oder verschiedenste Elemente oder selbst andere Präsentationen können einfach so mit diesem Fragezeichen-Operator eingefügt werden. Und LiaScript versucht dann, das Ganze einzubetten. Es fragt an, bei dem externen Service, kann ich das einbetten? Wie? Aha, wenn es nicht geht, versuche ich wenigstens auf andere Wege das einzubinden. Nächster Schritt, also was uns gefehlt hat, weil wir versucht haben, den Studenten und Studentinnen Programmieren beizubringen, war so eine einfache Möglichkeit zum Beispiel, also Code ausführbar zu machen. Also ursprünglich ist es ja so, das heißt, diese Darstellung haben wir ja gerade schon gesehen. Das ist einfach nur, hier ist ein bisschen Code drin. Hierbei handelt es sich um JavaScript-Quellelemente. Was fehlt jetzt, damit dieses Snippet irgendwie ausführbar gemacht wird, ja, in das JavaScript ist, dann können wir das Ganze natürlich auch direkt ausführen zum Beispiel. Wir brauchen keinen zusätzlichen Service. Das heißt, bei uns haben die meisten Elemente wie Quizze oder Umfragen oder Code-Elemente oder Tasks, die man einfügen kann, haben noch die Möglichkeit, haben den Support, dass man hier diesen zusätzlichen Script-Tag einbindet, der nichts anderes macht, als zu sagen, wie der jeweilige Nutzer-Input zu interpretieren ist. Das heißt, der wird einfach nur ersetzt, add-input, so ein internes Makro. Das heißt, füge einfach nur den Inhalt, den der Student oder die Studentin gerade eingefügt hat oder der ausgeführt wird, einfach hier ein und führe es aus. Das heißt, mit JavaScript ist das Ganze ganz leicht möglich. Ja, Serious Thread, kann ich das Ganze noch verändern. Also ich habe das Skript erkennt dann als ausführbarer Code, fügt die Konsole hinzu. Ich kann das Ganze natürlich auch editieren, habe hier mein internes Versionssystem. Das heißt, man kann auch wieder zurückgehen zu der älteren Version, dann irgendwas verändern. Wenn ich das wieder ausführe, dann verändert sich wieder die Ausgabe und dann wird diese letzte bearbeitete Version wieder hinten dran gehängt, sodass nichts verloren geht. Und wenn man jetzt Angst um seine Daten hat, das wird alles wirklich nur beim Nutzer im Browser gespeichert. Also der Browser, die sind mittlerweile wirklich mächtig geworden. Also es ist wirklich, wir speichern nichts, wir loggen nichts in dem Sinne, sondern das bleibt alles ja, beim Nutzer enthalten. Und dann, wenn wir einen Schritt weiter gehen, das hatte Sebastian schon erwähnt, mit dem internen Makrosystem, das wäre dieser nächste Animationsschritt. Also hier ist vielleicht ein kleines AVR-Beispiel. Und hier habe ich die Möglichkeit, das ist wieder ein anderes Makro. Und das ist wirklich nur, also da war die grundlegende Idee, ich kann mit Hilfe von Makronotationen, wenn ich Skript ausführen kann, ich kann aber auch vielleicht andere, ja, immer wiederkehrende Schritte automatisieren. Also ich kann sie mal kurz vorführen. Ganz am Ende. Wir verbergen diese Makros natürlich immer, dass es sie mit auf GitHub oder sowas nicht zu sehen sind. Man muss einfach nur, ich mache zum Beispiel Hallo Welt, Doppelpunkt und jetzt pop, pop, pop. Das Ganze soll ein Makro sein für ein HTML-Element und das Ganze hat auch einen Parameter, den wir hier ersetzen. Das heißt, so können unter jeder Unterschrift oder Überschrift, meine ich, solche Markdown-Kommentare, nicht Markdown oder HTML-Kommentare, so eigene Anweisungen oder, wie gesagt, Elemente implementiert werden. Das heißt, das kann ich jetzt tatsächlich überall nutzen. Hallo Welt. Hier tragen. Also dann wird praktisch zur Ausführungszeit dieser Code oder hier ist es nur dieses HTML-Tag injiziert, aber das Ganze geht natürlich auch mit komplexeren Sachen, wie diesem AVR-Beispiel. Das heißt,
diese Sammlung von diesen Makros, das heißt, ein Kurs, der bietet nicht nur irgendwie Inhalte, sondern vielleicht auch Funktionalität. Und da ist halt dieser nächste Schritt von uns gewesen, dass diese Funktionalität möchte ich gerne auch importieren. Das heißt, dass ich hier wirklich nur auf diesen, wie ich einen JavaScript-Kurs teile, kann ich auch da einfach nur auf dieses Textdokument zugreifen und importiere die Funktionalität, die hier dahinter steckt. In dem Sinne ist es unter via Templates, AVR, ach, JS, also wir können es ja noch uns mal anschauen. Dann klickt auf GitHub, via Template. Da gibt es ein paar Sammlungen. Und dann ist das praktisch nur wirklich ein selbsterklärendes Dokument mit den Funktionalitäten, wie welche Sachen einzubetten sind. Und das übernehme ich einfach nur in mein Dokument. Das heißt, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, um das Ganze mal darzustellen. So, das war jetzt praktisch die Theorie dahinter. Muss ein Element haben, wo man draufklickt. Dann ist es wirklich nur, ich füge hier wieder einen Codeschnipsel ein. Und anstatt dieses eine Script-Tag zu benutzen, ist jetzt wieder was etwas komplizierteres, weil dieser Code wird weggeschickt. Das dauert im ersten Moment etwas. Das Resultat wird zurückgeschickt, wenn alles klappt. Und dann wird das Ganze hier lokal dann wieder im Browser interpretiert. Also man sieht das hier mit dem AVR-Example. Ich habe hier Serial Print, das funktioniert das Ganze. Und das, was das Programm einfach nur macht, ist dann, ja, in gewissen Schrittzahl diese LEDs zum Leuchten zu bringen. Die LEDs, die lade ich hier mit sogenannten Webkomponenten. Und wie diese zu interpretieren sind, ist wieder auch nur in diesem, ja, anderen Kursdokument definiert. Also das heißt, das ist ein komplexeres Beispiel, aber jemand, der einen Arduino-Kurs in dem Sinne vielleicht schreiben möchte, der muss nicht sich selber um Code kümmern, sondern es ist wirklich nur, ich gucke bei anderen Kursen oder Templates, welche Funktionalität benötige ich, oder schreibt uns in dem Sinne, hier gibt es eine schöne Bibliothek oder einen Service, den ich gerne nutzen möchte, könnt ihr mir da einen Template-Kurs daraus implementieren und können wir das auch übernehmen. Wir werden es natürlich noch besser dokumentieren und dann ist es wirklich so, dass ich das einfügen kann und unter jedes Script-Tag einfach nur dieses Kommando, dieses Makro dann schreiben muss. Und dann passiert hier auch sämtliche Magie. Also das heißt, wenn ich hier zum Beispiel einen Fehler mache, das dauert noch ein bisschen, müsste auch gleich ein Fehler kommen. Also das heißt, diese Fehlerinformation, was falsch gegangen ist, das wird dann auch praktisch zurück in den Editor geschickt. Es kann nicht nur, man muss nicht nur ein Textdatei haben, also diese, wenn ich Code habe, kann ich das Ganze auch in Projekten anlegen, die aus mehreren Dateien bestehen, indem ich einfach nur mehrere von diesen Codeblöcken aneinander hänge, zusammenhänge und zusammenklebe. Also das für, falls jemand Programmieren machen möchte, oder wir hatten auch ein Makro implementiert für Schreib, dass Texte analysiert im Hinblick auf die Qualität und für welche, ja nicht, Altersstufen oder Intelligenzniveaus sie denn gedacht sind, sodass man dann praktisch, wenn man Lehrbücher schreibt oder für Studenten, die gewisse Inhalte beschreiben müssen, dann kann man dagegen dann immer testen, ob das auf dem Niveau jetzt tatsächlich ist, ob es jetzt für Grundschüler, Mittelschüler oder Highschool-Niveau gedacht ist oder dass man dann, um diesen Text zu verstehen, auch Universitätsniveau haben muss. Aber das ist im Grunde dasselbe, nur dass es nichts mit Programmieren zu tun hat. Ich habe wieder einen Textblock, schreibe Text darunter und lade und drunter das Makro. Und die Analysen passieren automatisch. Und wir haben auch so ein bisschen das, was die Idee hinter LiaScript ist, wenn man schon diese Beschreibung hat, also hier zum Beispiel, wir hatten es vorhin gesehen, eine Tabelle, dann wäre es schön, wenn das System aber auch so einem ein bisschen Denkarbeit abnimmt. Das heißt, wenn ich schon eine Tabelle definiere, dann könnte es sein, dass da ich auch versuche, gewisse Daten zu verstecken oder ja zu kodieren, die dann auch vielleicht sehenswert wären. Das heißt, ich muss nicht immer dieses mir ein Diagramm dazu zeichnen lassen, sondern wenn Sie dieses Diagramm sehen, hier vorne sind die Jahre, hier sind zusätzliche Werte, dann könnte das vielleicht als Liniendiagramm dargestellt werden. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Also JavaScript erkennt das automatisch und hat so verschiedene, ja, ein Regelsystem dann praktisch, für welche Art von Daten
welche Darstellungen sich besonders eignen. Also Sie können es auch natürlich hier noch manipulieren, sich die Daten anschauen oder selbst das Bild direkt aus dem Lokal, aus Ihrem Browser direkt runterladen und dann auch weiterverwenden. Wenn ich das Ganze noch weitermache, dann habe ich hier nur ein Balkendiagramm. Und da ist die X-Achse oder erste Spalte in dem Sinne, also die enthält keine Zahlen. Dann weiß LeaScript, oder zumindest kann ich das wenigstens, oder vielleicht kann ich das als Balkendiagramm darstellen. Das heißt, dass hier dann die zusätzlichen Klassen sind. Dann sieht man dann Maus, Scharf, Human, Flying Squirrel, da habe ich schon mal überlegt, dann fliegende Flughörnchen wahrscheinlich und eine Fledermaus. Aber man kann natürlich auch die Daten natürlich auch durchsuchen oder interpretieren. Das heißt zum Beispiel, mich interessiert die Anzahl der, ich weiß nicht, Mitogen oder sowas, was bedeutet auch. Das heißt, das Gewicht interessiert mich nicht, sondern die Leibspanne. Und dann habe ich halt gesehen, dass, die Fledermaus die geringste Anzahl an Mitogen hat und das Schaf die höchste oder sowas. Man kann das Ganze dann natürlich auch so umformen, manipulieren und kann halt mit den Daten spielen, ohne dass ich tatsächlich irgendwas machen muss oder kann das dann mit meinen Studenten und Studentinnen dann analysieren. Was wir gesehen haben, dadurch, dass wir eine Sprache benutzen, ist natürlich auch, dass jedes Element irgendwie, was wir bis jetzt gesehen haben, kann ich dann auch wieder innerhalb anderer Elemente benutzen. Das heißt, wir hatten vorher diese, das sieht man jetzt, die Tabelle ist ein bisschen groß. Na, wo war's? Ich bringe hier einfach mal einen Schritt weiter, dann sieht man, was ich einfach habe. Hier habe ich einfach eine Tabelle, die aus einem Kopf und einem Körper oder einer Zeile besteht. Und was wir hier einfach eingefügt haben, ist wieder diese Animationsschritte, wie wir sie vorher hatten. Das heißt, wenn ich hier jetzt weitergehe, dann sehe ich, wie diese Werte sich gegebenenfalls verändern. Nicht besonders spektakulär, aber das kann, weil es hier nur die einzige logische Darstellung für uns war als Tortendiagramm, geht das Ganze natürlich auch weiter. Das heißt, dass ich mir diese Veränderungen dann auch live in der Präsentation dann anschauen kann. Das Ganze funktioniert natürlich für verschiedene Klassen, aber das soll nur zeigen, dass man muss, wenn man seine Daten ordentlich in einer Tabelle strukturiert, dann hat man sich meistens was dabei gedacht, also dass diese Daten vielleicht auch automatisch extrahiert werden können. Plus mit den Möglichkeiten von LeaScript kann man dann natürlich auch die ganzen Sachen vielleicht, dann, also Animationen mit der automatischen Darstellung, mit vielleicht Videos oder was auch immer, beliebig kombinieren. Dann haben wir nicht mehr so viel, was da war. Dann wäre das, was in jedes LMS praktisch gehört oder in jeden Online-Kurs, natürlich Quizze. Und hier ist praktisch, war die Idee, Quizze und Umfragen sind im Grunde immer nur zwei Seiten einer und derselben Medaille. Wie ist das gemeint? Ich habe es hier mal dargestellt. Also wenn wir ein Quiz in LeaScript haben, also es ist praktisch, wir benutzen die gleiche Darstellung. Das heißt, hier oben ist meine Frage vielleicht, also wie heißt der Markdown-Dialekt, der entwickelt wurde? Und dann gebe ich einfach nur, das ist die Notation für Quizze, kann man sich einfach nur merken, dass es hat immer irgendwas mit doppelteckigen Klammern zu tun, das von anderen Markdown-Syntax-Elementen abzuheben. Das heißt, hier gebe ich dann praktisch die Lösung schon vor. Können Sie hier irgendwas eintippen? Ich prüfe es. Ach, das ist die falsche Lösung oder sowas. Dann okay, was ist die richtige Antwort? Ach, es war LeaScript. Gebe ich keine Lösung vor, in dem Sinne, dann nehme ich nur zweieckige, doppelteckige Klammern und dann einfach nur mit Unterstrich, Unterstrich, Unterstrich. Ist einfach nur der visuelle Marker für, das kann frei benutzt oder kommuniziert werden. Das heißt, das ist in dem Sinne eine Umfrage. Und das Ganze kann ich natürlich auch nutzen, indem ich hier zum Beispiel hier zeige, der Eingabeblock soll vier Textelemente oder vier Zeilen groß sein mindestens. Also man kann das natürlich auch noch variabel verändern oder kann das Ganze abschicken. Zurzeit wird es jetzt in der Darstellung natürlich nirgendwo geschickt, sondern es ist einfach nur im Kurs markiert, dass das Ganze schon mal ausgefüllt wurde. Das heißt, hier für einfache Texteingaben. Das Ganze, wie sieht das Ganze für Quizze aus? Vielleicht Multiple-Choice-Aufgaben. Und ich glaube nicht, dass es einfachere Möglichkeiten gibt. Also hier ist einfach nur, dass man diese Check
Buttons einfach nur nachimplementiert, wieder doppeldeckige Klammern, eine ganze Sammlung darunter. Also hier könnten auch mehrere Elemente sein und ich definiere einfach nur mit einem X oder ohne X dann praktisch nur, wie die Lösung dazu aussehen muss. Das heißt, die beiden sind wahrscheinlich falsch. Die beiden richtig. Da, nein, ich muss diese hinzufügen. Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch, das war die richtige Antwort. Das Ganze so dargestellt. Und wenn ich das Ganze als Umfrage vielleicht darstellen möchte, dann muss ich dem Ganzen einfach nur Namen geben. Zum Beispiel, welche Features wünschen Sie sich noch für LiaScript? Das wäre einfach nur in eckigen Klammern. Also, wenn man später noch mit den Daten arbeiten möchte, dann bekommt man die als Dictionary natürlich zurück. Sei es im wo man das auch eventuell speichern möchte. Das heißt, und ich muss diesem Dictionary meistens sinnvolle Namen geben. Das heißt, ich mache hier einfach eine Option 1, 2, 3, 0 oder sowas hinein. Das heißt, hier habe ich dann die Möglichkeit, mehrfach Antworten abzugeben und das Ganze auch abzuschicken. Aber es ist halt, wie gesagt, wieder die gleiche Darstellung für eigentlich ja im Grunde was Ähnliches. Einmal gebe ich die Lösung vor und einmal lasse ich das dem Nutzer praktisch frei. Und so hat er dann seine Umfrage generiert. Und jetzt, last but not least, das würde ich gleich gerne nochmal testen. Das Ganze auch dargestellt als Radio-Buttons. Das heißt, Radio-Button ist einfach nur ein Single-Choice. Das heißt, ich kann hier nicht mehrfach Lösungen geben oder mehrfach antworten, sondern es wird immer nur eine Sache ausgewählt. Das heißt, wenn ich das Richtige oder hier praktisch noch zusätzliches Zeichen ist hinzugekommen. Das heißt, ich kann dem Nutzer auch noch oder der Nutzerin mögliche Hilfen geben. Es ist einfach nur wieder in eckigen Klammern das Fragezeichen und da können Tipps mit sämtlicher Markdown-Semantik wieder folgen. Das können auch Bilder oder Videos sein, etc. Das ist ganz egal. Aber die tauchen dann in dem Sinne auf, wenn man dann auf Hilfe klickt oder sowas. Und man ist auch ziemlich frei in dem Sinne. Ja. Definieren. Also, ich habe zwei Hilfeoptionen, ich konnte es immer noch nicht lösen. Und als Belohnung, entweder hier gibt es eine höhere, also eine Aufklärung, die ich hier einfügen kann, oder was wir hier einfach nur gemacht haben, ist, falls jemand noch Prince of Persia kennt, kann er dann das Ganze auch hier lokal dann als Belohnung spielen. Das könnte auch ein Mathe-Spiel sein oder irgendwas anderes. Sollte egal. Wieder die Darstellung als Umfrage. Wie gesagt, das müssen nicht unbedingt Zahlen sein, das kann einfach nur ein gewisser Text sein, der für mich als Indikator gilt. Also würde ich LiaScript im Unterricht einsetzen, natürlich auf jeden Fall, schicke das ab und das Resultat, das hier dann ja abgeschickt wird, ist dann einfach nur, ja, man kriegt ein Dictionary. Das können wir gleich nochmal online ausprobieren, das hatte ich als Beispiel in der Doku halt gemacht. Das Ganze kann natürlich noch... mal so. Dargestellt werden. Das heißt, das Ganze kann man natürlich auch in Matrizenschreibweise machen. Das Ganze ist rauskopiert. Man wundert sich hier wahrscheinlich, was das bedeutet, aber was das bedeuten sollte, ist einfach nur, ich habe die Möglichkeit, meine Elemente natürlich noch zusätzlich zu formatieren. Zum Beispiel, dass ich den Text also mit HTML Inline Style oder IDs versehe oder hier die Klasse hinzufüge und das ist einfach bloß normaler Markdown-Interpreter wird das ignorieren, weil das in diesen eckigen Klammern, Minus, Minus oder Ausrufezeichen bis hierhin, das wird nur als Kommentar, das heißt, das interpretiert, das braucht keiner, aber wir nutzen es halt, um unsere Elemente dann zusätzlich zu labeln. Einfach nur mit diesem No Translate ist dann praktisch einfach nur hier der lokale Marker, dass Google das Ganze nicht versucht zu übersetzen, sondern dann die Artikel hier lässt. Und dann kann jeder mal für sich selber ausprobieren, ob die deutschen Artikel wirklich so schwierig sind und dann mal für den richtigen Artikel für Joghurt heraussuchen oder Paprika. Also laut Duden, wie ich es auflöse, ist das schon etwas komisch. Und das Ganze dann auch in die gleiche Darstellung auch in LiaScript-Darstellung für Umfragen. Das heißt, ich gebe einfach bloß wieder Optionsnamen vor und lasse die Option frei. Ich habe dann praktisch wieder eine Umfrage generiert. Das heißt, wir könnten mal, also ich versuche
bevor wir ein kleines Experiment machen, gehe ich nochmal kurz darauf ein. Es war ja die Frage, wie zum Beispiel Kurse geteilt werden können. Das heißt, im Grunde LiaScript ist ja keine Plattform, also jeder kann die Webseite, die wir haben, kann auch jeder selber für sich selber hosten oder kann mit Hilfe des Exporters wieder eine eigene Webseite für seinen Kurs generieren oder das Ganze auch in ein Format packen, das zum Beispiel in SCORM oder irgendwas anderes exportiert werden kann. Das heißt, wenn ich mein Dokument dann tatsächlich oder meinen Kurs irgendwo hinterlegen möchte, dann wäre eine Möglichkeit, dass man das Ganze einfach nur lokal, also was heißt lokal, also entweder auf GitHub direkt hostet und dort editiert mit den Hilfen oder GitLab, einfach nur die Mächtigkeit von Versionsmanagement-Systemen nutzt. Und um das nochmal zu zeigen, was jetzt eigentlich der Grundgedanke ist, also wenn ich diesen Kurs zum Beispiel nehme oder dieses selbsterklärende Dokument, dann ist es wirklich nur, dass ich in dem Sinne, das Einzige, was benötigt wird, ist einfach nur der Link zu dem jeweiligen Textdokument. Also es müsste dann dieses Raw-Dokument, das geht immer am einfachsten. Also es ist wirklich nur dieses Textdokument, das ich weitergeben möchte. Und wenn ich auf die LiaScript-Webseite zum Beispiel gehe, liascript.github.io, kann ich das entweder mein Markdown-Dokument natürlich oder mein Raw-Dokument hier einfügen, kann sagen Kurs laden. Die jeweilige Funktionalität wird geladen. Was hier nur passiert, ist, dass die URL sich geändert hat. Und zwar in Kurs/Fragezeichen und dahinter steht einfach nur wirklich Plain Text die URL des Textdokuments, des Kurses, des Projektes. Das heißt, das könnte natürlich auch in Ihrer privaten Dropbox liegen, das könnte in Ihrer Own Cloud sein. Das kann aber auch auf viele verschiedene andere Arten und Weise gehostet werden. Aber das heißt, wenn Sie das löschen, also Sie teilen diesen Link, diesen insgesamten Link mit Ihrem Kurs dann praktisch nur mit Ihren Studenten und Studentinnen oder mit den Leuten, die es interessiert, mit praktisch Ihrer Community. Sie können es selber verändern, wie Sie möchten, editieren und auch wieder löschen. Das heißt, das ist der Kurs von der Darstellung ist praktisch so als dezentrale Komponente, also abstrahiert. Das heißt, wir haben keine Plattform, sondern wir haben wirklich nur eine Webseite, die den Inhalt beim Nutzer im Browser anzeigt. Einfach nur, hier hat man diese Möglichkeit, über diese Home-Buttons zum Beispiel zu gehen. Das heißt, hier das Fragezeichen mit der URL ist weg. Und hier ist ein kleiner Index von Kursen, die ich mir schon mal angeschaut habe. Das heißt, auch mit dem Zustand und die ganzen Sachen bleiben natürlich erhalten, sodass ich wie in meinem privaten E-Book-Reader dann immer wieder zurückkommen kann und kann den Kurs auch weiterführen. Und idealerweise sollte das Ganze natürlich auch offline funktionieren. Das Ganze, also, was der Browser jetzt möglich macht, als PWA, Progressive Web App, kann man sich das auch via Skript auf seinem Smartphone, Tablet, wie auch immer installieren, als, ja, wie eine App, dann nicht aus dem Play Store, sondern aus dem Browser heraus. Das heißt, GitHub hat viele, die Vorteile von GitHub ist, dass ich praktisch auch auf jede Version des Dokuments wieder zurückkehren kann, kann auch auf diese wieder verweisen. Das heißt, ich kann eine Version des Dokuments mit allen, mit meinen Interessenten teilen, aber die Entwicklung geht schon wieder weiter. Oder ich kann das Ganze aufdröseln in einen komplett anderen Branch oder Zweig, das Ganze in einer anderen Sprache implementieren oder für eine andere Nutzergruppe und den Kurs komplett ummodeln. Aber dieser andere Kurs bleibt immer noch erhalten. Also das habe ich, wenn ich es mit OwnCloud oder Dropbox eventuell mache, dann diese Vorteile habe ich natürlich nicht. Das, was wir jetzt noch neu, nicht entdeckt haben, aber was so ein Ziel ist, also man kann auch Inhalte direkt aus dem Browser heraus teilen oder kreieren, wenn man das möchte. Also die Links dafür sind hier, dieser Brave Browser und Google fängt auch an, in den ersten Testversionen dieses IPFS-Protokoll zu unterstützen. Das heißt, dass die Adresse ist nicht https://, sondern IPFS oder IPNS. Und das ist einfach nur ein Peer-to-Peer-System. Das heißt, ich kann tatsächlich mit dem Brave Browser einfach nur Daten, wie früher, ich weiß nicht, eDonkey, eMule, Kazan oder ich weiß nicht, wie sie ganze heißen, einfach nur so praktisch lokal bei mir erstellen als Link und kann diesen Link dann praktisch ja,
mit anderen teilen. Und die, die dieses IPFS-Protokoll unterstützen, die können auch darauf zugreifen. Oder der Beaker-Browser, der erlaubt es gleich, dieses Markdown-Dokument auch direkt im Browser zu erstellen. Dann wird eine URL dazu generiert und die teile ich. Und jeder, der möchte, der kann dann praktisch auch, falls ich meinen Rechner ausmache, klickt er auf Speichern, sodass dieser Inhalt auch über ihn dann erreichbar ist. Also so als dezentrale Alternative. Also ich muss nicht unbedingt einen zentralen Service oder Server haben. Und das Ganze natürlich klassisch gehen auch Dropbox, Nextcloud oder einfach nur, wenn Sie ein bisschen Webspeicher haben, dann können Sie auch Ihr Projekt Plain Text einfach nur irgendwohin hochladen. Und natürlich auch über Codilia, wenn so gewünscht wird. Das heißt, das Speichern passiert schon überall. Die Webseite, das Lia-Skript-Projekt, das kann auch von jedem frei überall gehostet werden. Das, was hier noch fehlt natürlich, was immer so kein Nachteil eigentlich ist, oder wir sehen es nicht so, ist natürlich diese Klassenraum-Funktionalität. Und ich würde dann praktisch gerne mal ich teile es noch nicht. Moment. Ich wollte es nicht öffnen. Also wir experimentieren gerade, entwickeln gerade Konzepte, dass man das Ganze mit dezentralen Möglichkeiten auch mit Hilfe von LiaScript so diese Klassenraum-Funktionalität nachempfindet, ohne dass man tatsächlich einen richtigen Server dafür benötigt. Also das ist nur zu Testzwecken. Ich teile gleich mal den Link, dann können wir gleich die Umfragen mal machen, also diese Signature-Quizze. Das heißt, hier ist da einfach der einzige Unterschied, das Ganze liegt nicht in /Kurs, sondern /Nightly. URL ist die gleiche und hier habe ich dann noch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Klassenraum zu erstellen. Zurzeit, Beaker wird unterstützt, aber nur, wenn Sie im Beaker-Browser unterwegs sind. Ansonsten gibt es GANDB oder PubMap. Das Ganze ist aber noch sehr experimentell. Ich könnte jetzt hier einfach nur ein random, wie Sie es auch bei Meet-Jitsi oder anderen Videokonferenzsystemen kennen, einfach nur irgendeinen Namen definieren, der als Klassenraum definiert ist und könnte mich dann einfach nur connecten. Die URL hat sich verändert und zurzeit bin ich der Einzige im Klassenraum. Und jetzt würde ich das gerne mal teilen, um zu gucken, was passiert, wenn... wenn andere darauf zugreifen. Theoretisch, oh, einer ist schon angemeldet und ich würde zum Beispiel Learning Analytics wünsche ich mir nicht, nicht lineare Kurse, bessere Doku und sonstiges, schicke ich einfach mal. Oh, das ist noch die falsche Darstellung. Ah, da muss ich noch anpassen bei den Umfragen. Wenn jemand die Frage beende, da sieht man dann, das ist noch nicht perfekt, aber hier bei den Quizzen könnte man es vielleicht auch machen. Ich mache es mal so als Prüfen. Ich konnte es nicht lösen. Das heißt, ich bin derjenige, der es aufgelöst hat. Wenn jemand anderes, einer hat es beim ersten Versuch lösen können, bei den 6, können es ja mal bei den anderen machen. Aber wie gesagt, wir können halt praktisch auch, das Ganze müsste auch bei den Quizzen funktionieren, bei diesen Single-Choice-Aufgaben. Jeden Fall gibt es hier schon Änderungen. Wir haben schon 4 Votings insgesamt. Wenn irgendwas nicht klappt oder so, dann gerne sagen. Also das ist noch zum Testen. Die Idee, ich kann es ja noch mal kurz bei den Matrizen, das löse ich auf, da bin ich zurzeit der Einzige. Also man kann das Ganze natürlich live in der Vorlesung dann benutzen. Ich könnte so meine Umfragen definieren, abgeben. Das heißt, hier bin ich auch zurzeit der Einzige. Und die Idee ist halt, also für die, die noch da sind, wenn sie hier zeigen, oh, jetzt haben 5 insgesamt haben hier schon gewotet. Wenn ich jetzt wieder hier auf Klassenraum gehe und das Ganze verlasse, dann müssten bei Ihnen allen die Balken hoch oder runter gehen. Das heißt, wenn ich diesen Klassenraum betrete, dann sind das trotzdem meine Daten. Die füge ich zu diesem einen globalen Zustand mit hinzu. Und nehme sie aber wieder mit, wenn ich den ganzen verlasse. Das heißt, es wird nichts gespeichert, sondern dieser
Zustand ist wirklich nur für die Dauer dieses Klassenraums da. Zeige Lösung. Ja, okay. Also hier haben es 3 aufgelöst. Ja, ist wohl doch nicht so leicht. Und hier bei den Votings, da fehlen noch ein paar Sachen. Nur das Text sollte in den Word Cloud sein, ja. Aber das bloß als kleine Demo oder darstellen. Also praktisch Konzept. Ich kann auch ohne ein richtiges Backend im Hintergrund haben, also ohne eine Serverinfrastruktur, mir einfach nur eine andere nutzen. In dem Sinne ist es PubNub gewesen, aber ich kann auch auf andere dezentrale Services zugreifen. Also wir sind gerade dabei, Meetjitsi API noch zu integrieren oder die Matrix, sodass man das praktisch als Backend nutzt und kann natürlich dann jeder auch selber frei seinen Dienst oder Service dann nutzen. Das heißt, das, was ich jetzt noch, das waren das Klassenraumkonzept, genau, und womit ich jetzt vielleicht abschließen wollen würde. Ach, das ist noch nicht das Aktuelle. Also das, was wir auch machen, oder was heißt machen, also bloß als Ausblick, dass das gesehen ist. Also Sie können natürlich auch Ihre Kurse, das heißt, wenn Sie die mal angelegt haben, entweder in LiaScript, aber auch auf Ihrer eigenen Webseite mit ähnlichen Möglichkeiten, nur als Webkomponente dann integrieren. Das heißt, Sie geben einfach nur den Kurs ein, als Link in dem Sinne. Preview Lia sagt einfach nur, dass das Ganze hier in LiaScript praktisch dargestellt werden soll. Und hier werden halt solche Informationen wie Metainformationen, der Titel des Dokuments, wer ist der Autor und sowas dann dargestellt. Das Ganze haben wir, also kann jeder für sich selber dann in seinem Dokument machen. Also Versionsnummer, E-Mail-Adressen, das sind so praktisch auch interne Makros, einen kleinen Kommentar, was dieser Kurs zeigt. Sprache, Sprecherstimme, Sprache des Kurses etc., sodass praktisch Ihr Skript ist in der Lage, weil es ja eh ein interner Browser, interner Interpreter oder Interpreter besitzt, kann auch diesen Anfang von diesem Kurs laden, analysiert dann praktisch wirklich nur diesen Kopf bis zum Titel und weiß dann, ach so, und zeigt dann diese Informationen gegebenenfalls an. Wo wir natürlich noch hinterher sind, ist das Ganze noch ein bisschen mehr zu vergrafen nicht, aber so dass ein Kurs, die Lehrinhalte können ja auch als Graphen dargestellt werden, die wiederum auf andere Kurse verweisen und deren Elemente dann laden, sodass ich praktisch vielleicht, wenn es mich dann interessiert, zu einem Thema brauche ich tatsächlich nur einen Bootstrap, also einen Kurs und möchte gerne weitergehen, kann das Ganze vielleicht auch mit Text durchsuchen, kann man sich so dann, ohne dass man eine Plattform hat, dann von Kurs zum nächsten Kurs dann durchhangeln, muss es aber selber nicht machen, sondern hat dann vielleicht nur eine ideale, das Ganze in der Suche und kann dann seinen Index erweitern oder plus auf die Inhalte anderer Kurse zugreifen, aber das dann vielleicht eher so in einer grafischen, nicht nur Darstellung, aber dann auch in dieser Konstellation. Soweit bin ich dann erstmal mit meinen Inhalten durch. Also wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, dann gerne stellen. Magst du den Kodilia-Editor noch kurz zeigen, damit man da auch noch mal einen Eindruck bekommt? So, also den hatte ich bei Quellen, hatte ich das noch mal markiert bei Also man kann das Ganze natürlich lokal mit dem Development-Server, das klingt ein bisschen technisch, aber laufen lassen. Hatte ich den hier eingefügt? Ja, okay. Oh, der fehlt, glaube ich, sogar bei den Quellen. Aber es ist im Grunde einfach. Dann nochmal in die Runde geschickt, ja. Moment, ich muss gerade auf Firefox.
heißt, wenn ich jetzt wirklich einen Kurs hier erstelle, zum Beispiel einen neuen Kurs, eine neue Notiz, dann taucht hier das Ganze, ist noch nichts drin. Ich könnte jetzt diesen Textinhalt nehmen, hier einfügen. Ich mache daraus zum Beispiel verändere meine Inhalte. Die Bilder werden jetzt hier nicht funktionieren. Den muss man dann separat hochladen. Also für die Instanz, weil das glaubt natürlich, sind relativ. Aber wenn ich dann zufrieden bin mit meiner neuen Version des Kurses, kann ich hier natürlich auch direkt auf Veröffentlichen gehen. Das heißt, das, was jetzt bereitgestellt wird und geladen wird, ist dieser neue Liaskript Berg, Akademie Freiberg. Kurs, der gefällt mir noch nicht so richtig. Den verändere ich noch etwas. Speichere das. Den nicht eigentlich. Nach dem neuen Laden der neue Kurs dann so erhaltbar sein. Und jeder kann dann wirklich, hier oben ist halt wirklich nur das Einzige, was geteilt wird, ist hier die Textdatei. Okay, doppelt gemoppelt, aber im Grunde der gleiche Text. Also so praktisch die Idee. Also der Kurs, einfache Textdatei, beschreibbar, und das Ganze funktioniert auch in, ich glaube, 1000 Jahren. Man kann sich das Dokument immer noch ausdrucken und dann praktisch verstehen oder interpretieren. Also was der Autor damit gemeint hat. Mal eine Frage zum Ausdrucken. Das würde ja dann das PDF-Konvertieren über LaTeX laufen, oder? Und wenn ich jetzt eine Vortragsansicht habe, würde es auch über Beamer, also wären es dann Beamer-Slides, oder wären es einfach nur LaTeX-Seiten, also A4 in dem Fall? Also Sebastian, der nutzt praktisch immer diese Darstellung. Das heißt, er nutzt direkt dann diese Präsentationsmöglichkeit hier heraus. Also weil man auch diesen Vorteil hat, dann diese interaktiven Elemente. Das heißt, wenn ich jetzt ein Rot oder also so... Also das Only and On-Slide aus dem Beamer, die Funktionalität. Wenn es Markdown ist, man kann es noch exportieren, aber man in PDF, aber man verliert die Möglichkeit dann dieser interaktiven Features. Also Genau, ich mache dann einfach ein ganz normales Überlatech, ein entsprechendes Dokument draus, und die einige der Studierenden verlangen das immer regelmäßig, sodass ich es dann entsprechend auch runterladbar in die entsprechende GitHub-Instanz eingebaut habe. Ich schicke das jetzt gerade mal als Link. Dort kann man dann mit bei den Artifacts auf PDF klicken, und dann sieht man so ungefähr, wie das Ganze auch in der exportierten Version aussieht. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir noch nicht allzu viel Mühe gegeben, den LaTeX-Exporter auch in Sachen Schönheit, Bildgrößen und Ähnliches zu optimieren. Da kann man sicher noch viel Aufwand investieren. Sebastian, was funktioniert bei dir nicht, wenn du sagst, dass der Codilia Zugang nicht tut? Ich habe versucht, ihn zu öffnen, habe mich einmal eingeloggt, wie das ganz brav verlangt wird, kriege aber so einen kontinuierlichen Kreis und oben in der Ecke so ein Offline-Symbol. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Mac-Browser, ich habe es jetzt einmal in Chrome und Safari probiert, liegt, oder meine E-Mail-Adresse quasi als mit Nummer drin ein Problem macht oder was auch immer. Oder das Passwort zu komplex war, aber... Sollte eigentlich nicht oder so, aber ansonsten dann nochmal einfach versuchen, neu zu laden. Nicht, dass ja, das Server ist wahrscheinlich nicht überlastet. Ja, ich habe es mit verschiedenen Browsern auch probiert gerade, aber ich konnte es noch nicht einschränken. Ich kriege nur ein, dass der Websocket sich quasi nicht verbinden kann. Fehler. Hier muss man sagen, wir sind noch ein bisschen hinterher, dieses CodeIMD, das wir angepasst haben für LiaScript, sind wir noch in Version 1. In Version 2 sind die Arbeiten noch im Gange. Das ist aber noch nicht stable. Das heißt, dass wir praktisch nur auf Version 2 umsteigen wollten, wenn dann praktisch alle Änderungen dann auch vollzogen sind. Also das heißt, es gibt dann auch wieder ein Update für diesen Editor.
Sebastian, aber du hast zumindest den Guest-Zugang, das sollte ja funktionieren. Wenn ich jetzt versuche, also ich habe mir jetzt ganz einfach einen Account eingerichtet hier quasi, ja, mit Register, und habe dann quasi eine neue Datei, neue Notiz geöffnet und habe aber oben dieses Offline-Symbol und kann in den Editor und die Seite, die werden zwar angezeigt, aber ich kann nicht reintippen. Okay, ich teste das mal parallel einfach aus. Genau, also es kann sein, dass das durchaus irgendwie an meinem Rechner oder Instanz auf dem MacBook liegt, dass das Safari da irgendwas blockt oder wie auch immer, aber. Ach so. Jetzt mal parallel aus. Ja. Also ich habe jetzt einfach eine neue Notiz angelegt zum Testen. Das funktionierte bei mir gerade nicht. Also Mermaid, da war die Frage irgendwie, ich bin zuletzt über Mermaid gestolpert. Gibt es hier gegebenenfalls noch eine Syntaxänderung, die das Ganze weiter abrunden könnten? Also Sebastian, wie heißt die Bibliothek, die du immer benutzt zum Diagramme malen? Ich glaube. Ich nehme viel PlantUML, um Grafiken, die dann insbesondere aber im Informatik-Kontext verwendet werden, aufzurufen. Ich kann da auch gleich nochmal einen Link schicken. Moment. Wie gesagt, für PlantUML, also ich glaube, Mermaid hatten wir mal irgendwie, aber dann hatten wir das nicht weiter genutzt. Das wäre praktisch auch nur hier wieder, wenn ich PlantUML zum Zeichnen nehmen möchte, dann muss ich bloß diese Sache einfügen und habe dann die Möglichkeit, Makros, Diagramme praktisch auch so mit PlantUML dieser Syntax zu simply call the macro at PlantUML in block. Ja, genau, das Beispiel hatte ich auch gerade geschickt und das ist eben dann mit der PlantUML-Syntax relativ einfach umsetzbar. Ich hätte noch mal eine kleine Frage. Ihr hattet vorhin so ein Sketchfab 3D-Modell eingebettet. Klappt das auch, wenn ich einfach GLB-Dateien, 3D-Modelle oder Wavefront oder irgendwelche Formate ablege und verlinke? Werden die auch genauso dann eingebettet oder braucht das noch was? Nee, das noch nicht. Also da gibt es wahrscheinlich, also wenn das benötigt wird, dann es gibt ja ein paar JavaScript-Bibliotheken, die das dann unterstützen. Dann können wir das dann auch einfach integrieren. Das heißt, dass dann auch wieder so ein Makro wäre, also für Linklade, 3D, schieß mich tot Modell. Und dann würde das automatisch dann passieren. Also diese Funktionalität, dass wir die noch reinbringen. Weil hier bei Sketchfab ist es wirklich bloß dieses. Mal gucken, ob es hier funktioniert. Hier ist es wirklich nur dieses. Diese dunkle Elf. Also da ist bloß die Idee, dass ich bloß diesen, ich weiß nicht, wie ich es einbette, zum Beispiel dieses 3D-Modell. Jetzt gehe ich wieder in mein Codilea. Bergakademie. Groß. Mache ich jetzt. Alles gut geht, dann das 3D-Modell hier im Browser funktioniert es dann auch tatsächlich geladen. Aber ja, okay. Das hätte auch ein medizinisches Video oder irgendwas sein können. Ja.
Aber also man kann mit A-Frame oder sowas oder Free, genau. Das FreeJS, sowas. Und das muss man über so ein Makro, was ihr vorhin gezeigt hattet, dann extra aufrufen. Also oder. Ja, ansonsten bei A-Frame ist, glaube ich, dass man kann auch diese Skript oder Bibliotheken importieren, also über Skript, Doppelpunkt, gibt dann diese URL an. Und dann wäre es dann praktisch, entweder macht er diese A-Frame-Notation oder diese Webkomponenten, dass man die selber dann einsetzt, oder dass man dafür dann praktisch sich auch wieder selber so ein Makro macht. Wenn ich das mehrfach nutze, also mit A-Frame, um so die 3D-Modelle zu laden, und das kann ich dann auch, wenn ich das einmal gemacht habe im Kurs, dann kann ich das natürlich in anderen Kursen wieder integrieren, indem ich einfach diese Funktionalität mit Import integriere. Also da muss ich das Skript dann ganz am Anfang des Kurses importieren, ne? Genau. Und dann, dann irgendwas da reinbauen. Naja, gut, okay, muss ich probieren. Nee, aber das können wir dann gerne, wenn du bedarf. Also das wäre tatsächlich für mich interessant, weil ich viel mit 3D-Modellen arbeite. Einfach 3D-Modelle dann dort auf eine einfache Weise einzubetten, dass sie dann halt angezeigt werden. Also das wäre dann praktisch, am Ende würde dann hier nur sowas wie, hier, weil sich das bewegt, mache ich es mal nicht, also dann. Object File, keine Ahnung, man könnte es so machen, dass hier dann die URL wäre oder das tatsächlich auch an einem Link verpacken, dass dann, wenn jemand das Dokument dann liest, dann könnte er auch, ja, mit GitHub kommt er weiter auf das Dokument, auf den Inhalt, aber in JavaScript wird es dann praktisch als 3D-Modell dann angezeigt und eingebettet. Also das ist möglich. Also und dieses add3d.obj, das funktioniert? Das müsste ich selber definieren. Also da kann man, das wäre praktisch, wie wir das hatten, das wäre dann nicht. Wir machen also. Würde dann zum Beispiel einfach nur ein Skript oder sowas sein, das irgendwas macht. Also mit dem Script-Tag könnte man auf A-Frame verweisen, oder? Weil je nachdem, wie es gebraucht wird. Also mit A-Frame kann man ja auch diese Web-Komponenten nehmen oder sowas, dass ich dann Hallo Welt, hat geklappt oder sowas. Also, das ist krass. Peter, da könnten wir uns aber auch nochmal unterhalten, welche Formate du da gegebenenfalls bräuchtest und welche Funktionalität der Viewer dann letztendlich mitbringen sollte. Weil hier, wenn ich das richtig verstanden habe, spielen ja auch die Vermessung von Objekten und Ähnliches eine Rolle. Also tatsächlich nur zur Anschauung, aber so, dass man wie halt interaktiv, dass man sie drehen kann oder je nachdem bei A-Frame, da kann man drin rumlaufen oder da werden Animationen gegebenenfalls automatisch abgespielt, aber also nur zur Anschauung, jetzt nicht unbedingt wie bei Sketchfab mit Annotationen oder sowas, sondern einfach nur, dass man es halt dort sehen und drehen kann. Genau, also das wäre jetzt eher ein kleineres Problem. Genau. Okay, schön. Melde ich mich nochmal. Genau. André, könntest du was zu der SCORM-Integration sagen? Da war im Chat eine Frage gekommen, die Beschränkungen nochmal deutlich macht. Ach so, wir sind das Ganze. Ich kann ja gleich nochmal teilen. Exporter, also ein Projekt. Teilen liegt hier. Also hier muss man sich Node.js, ich glaube, habe ich es nochmal erklärt, installieren. Kann man sich hier runterladen. Das ist praktisch wie Python oder einfach nur ein
Programmiersprache und dafür brauche ich halt diese ganze Funktionalität gegebenenfalls. Und danach, wenn ich das habe, dann kann ich mit install-g in dem Sinne oder ganz einfach mit diesem Exporter installieren. Und was ich dann habe, ist zum Beispiel hier, habe ich so ein paar Beispiele gemacht. Ich kann dann, zurzeit ist es noch unter der Konsole, aber das kann man dann auch in verschiedene Editoren noch implementieren, dass ich einfach nur dieses ganze VIAX, also für VS-Code Exporter kurz, das Projekt Project-Readme war als Format, hätte ich es gerne als SCORM 1.2 und das soll in Verzeichnis oder ZIP-ROC-ON gepackt werden. Und dann wird tatsächlich versucht, ein SCORM, also ein SCORM-Paket in dem Sinne zu generieren mit den ganzen Schnittstellen. Das Hauptproblem ist hierbei aber, dass zum Beispiel, also man kann diese Quizze, wenn sie jetzt nicht, diese Zustände werden auch innerhalb des LMS dann gespeichert, aber es ist natürlich nicht alles so. Das heißt, diese Version, die man hat, zum Beispiel beim Code-Editor, das ist einfach zu viel für diese SCORM-Schnittstelle. Also diese, so viele Daten kann ich da nicht speichern. Also ich bin da mit SCORM 1.2 sehr reglementiert, aber in Zukunft, also es gibt mehrere Exporte. Ich könnte praktisch auch meine eigene Webseite, mein Webprojekt draus machen und das separat dann irgendwo hinlegen und hosten. Aber hier haben wir dann, wenn Bedarf besteht, dass wir dann, was natürlich ein bisschen aufwendig ist, dann auch für diese ganzen anderen Schnittstellen oder Systeme dann Exporter hinzufügen, sodass es dann auch dieser neuere SCORM 2004er Standard ist oder XAPI oder was es da sonst noch gibt. Also hier unten müsste so eine Liste von denen sein. Also zurzeit haben wir nur Web-Exporter und SCORM 1.2. Die anderen kommen natürlich noch, ist aber wieder mit ein bisschen Aufwand von uns verbunden, aber passiert noch. Das heißt aber mit anderen Worten, grundsätzlich sollte es funktionieren, weil ich tatsächlich, also ich bin jetzt gar nicht bei irgendwelchen komplexeren Sachen oder Quizzes oder sowas gescheitert, sondern ich bin tatsächlich daran gescheitert, ich wäre schon glücklich, wenn ich einfach nur irgendwie sowas wie drei Slides hintereinander angezeigt bekommen würde. Ich habe keinen so wahnsinnig technischen Hintergrund, insofern kann es sein, dass ich was Offensichtliches übersehen habe, aber ich bin zumindest so weit gekommen, das so weit zu installieren und über die Kommandozeile auch wirklich dann mit dem Exporter eine ZIP-Datei zu erzeugen, von der ich denke, dass es eine SCORM-Datei sein könnte, weil ich halt vorher gesagt habe, bitte in SCORM 1.2 rausschmeißen. Genau. Und habe das dann in Elias importiert und bei mir fängt er dann an, irgendwie ganz kurz zu sagen, mache was, und dann bricht er aber irgendwie mit dem weißen Bildschirm ab und es passiert nichts mehr. Oh, das wäre interessant, sich nochmal anzuschauen oder sowas. Also das heißt, also bei Moodle hatten wir damit keine Probleme in dem Sinne, aber dann, ich hatte es nur mit Moodle getestet, bei Elias, dann müsste ich mir nochmal anschauen oder so. Also da weiß ich generell nicht. Aber wenn die ZIP-Datei erstellt wird, dann ist das praktisch dieser, also dann müsste eigentlich alles geklappt haben. Ja, also ich kann halt nicht prüfen, ob ich quasi ein Problem habe, was in dem Exporter liegt und ich einfach schon eine ZIP-Datei erzeuge, die nichts Sinnvolles beinhaltet, oder ob das Problem darin liegt, dass die Elias-Installation, mit der ich arbeite, das aus welchen Gründen auch immer nicht verarbeitet bekommt. Da habe ich keine Möglichkeit, das festzustellen, weil ich halt nicht sehen kann, wo das Problem quasi liegt. Mögen Sie uns mal die ZIP-Datei schicken? Dann probieren wir es mal in den diversen Moodle-Instanzen aus, die wir testweise zu laufen haben. Und dann könnten wir schon erstmal feststellen, ob grundsätzlich etwas schiefgegangen ist. Ja. Und dann können wir versuchen, so ein gewisses Ausschlussverfahren quasi anzugehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich die tatsächlich gerade so noch habe, um das on the fly zu machen. Aber grundsätzlich könnten wir das sehr gerne tun. Genau. Es kann ja auch beschränkten Inhalt haben. Es geht ja nur darum, dass wir mal ausprobieren können, ob die verschiedenen LMS dort möglicherweise sensitiv reagieren. Und wenn das der Fall wäre, müssten wir uns Elias nochmal genauer anschauen. Ja, das wäre klasse, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die, also ich glaube nicht, dass ich parallel jetzt erzeugt kriege, und ich weiß nicht, ob ich die den Fall noch ausprobiert, weil ich habe wirklich einfach rumprobiert und habe dann verschiedene Sachen auch wieder gelöscht. Also ich glaube, genau. Ich habe den jetzt nicht irgendwo noch auf der Platte liegen, aber ich gucke mal eben. Genau. Oder Sie schicken sie zum Nachgang nochmal zu. Ja, sehr gerne. Ich kann es ja bloß mal. Aber vielleicht war es auch mit einer älteren Version, weil wir hatten das Problem, dass NPM, JS, irgendwas geändert hatte. Also, dass man damit praktisch von den Paketen, die erlaubt sind, die man referenziert, dass diese nur über NPM.js kommen dürfen, aber nicht über Git. Also, was die sagen können.
ich mich. Okay. Ich verabschiede mich nur schon schnell mal. Schönen Dank für heute Abend. Und wir sehen uns ja, glaube ich, am Montag wieder. Was? Bitte? Wir sehen uns ja, glaube ich, am Montag wieder. Ja, genau. Stimmt, wir sehen uns nochmal. Genau. Also, bis dahin. Tschüss. Okay, dann würden wir das nochmal separat durchschauen mit den Scorn-Fragen. Das müssen wir jetzt auch, glaube ich, aktuell nicht klären. Wir gehen also mit einigen Hausaufgaben aus der Veranstaltung raus. Für Sebastian würden wir nochmal nachschauen, warum es jetzt ein Problem gab bei der Anmeldung, beziehungsweise warum du nicht konkret darauf zurückgreifen konntest. Das lässt sich sicherlich einfach lösen und dann bekommst du morgen nochmal eine Info dazu. Gibt es denn jetzt noch aktuell Fragen zu der Umsetzung, zu der ersten Einstieg aus den beschriebenen Inhalten? Sebastian schreibt. Also keine Frage, nur ein Input vielleicht, weil das als Technologie ja in eine ähnliche Richtung geht und vielleicht da auch nochmal relevant oder interessant ist, gerade so für die Python-Lernthemen haben wir das jetzt so ein bisschen in Evaluation gerade. Genau, wir haben auch schon in beiden Richtungen Beispiele gemacht, wo wir LiaScript in Jupyter eingefügt haben und umgekehrt, um das einfach auch illustrieren zu können, die Konvertierungsmöglichkeit und die Einbettungsmöglichkeit. Ja, sehr schön. Okay. Wenn es jetzt aktuell keine Fragen gibt, würde ich sagen, springen wir jetzt alle in den abendlichen Feierabend. Nochmal die Aufforderung, falls es Rückmeldungen gibt, einige Kommentare, dann auch im Nachgang immer gern her damit. Wir schauen uns also zum Beispiel nochmal die Fragen nach dem SCORM an oder die Überlegungen zum Codilia, dass wir dort einfach wissen, woran das jetzt gelegen hat, dass es dort keinen Zugriff gab. Wir sagen danke für die Aufmerksamkeit und würden uns freuen, wenn wir uns entweder im LiaScript-Kontext oder in den anderen Aktivitäten nochmal hören. Dankeschön. Bis später. Ja. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.